Ja, servus Freunde! Ihr habt euch garantiert gefragt in der letzten Folge schon, wo der gute Echo geblieben ist. Erzähl uns mal, wo ist er? Ja, ihr kennt ja sicherlich noch Echos altes Studio. Das Problem ist, das Studio hatte Echo nicht nur zum Aufnehmen für unsere Show benutzt, nein, er hat sich auch ein kleines Geld nebenbei verdient. Ja, unser guter Echo wurde auch in Fachkreisen der zweite Heisenberg genannt. Er hat nämlich das pinke Meth erfunden. Ja, und das Problem, was wir noch hatten, ist, sein Schwager ist leider auch noch Drogenfahnder. Eventuelle Übereinstimmungen mit Personen oder anderen Geschichten sind reiner Zufall. Ja, wie wir zuletzt gehört haben, soll der Echo wohl irgendwo in Holland untergetaucht sein. Ja, und falls ihr irgendwelche Hinweise zur Ergreifung von Echo habt, behaltet sie für euch. Er braucht den Urlaub. Richtig. Erstens das und zweitens, wir wollen ihn ja mal schließlich irgendwann mal wiedersehen. So, aber jetzt würde ich sagen, legen wir los. Und damit nun herzlich willkommen bei Games on Air, eure News-Sendung von uns für euch mit ganz viel Liebe natürlich gemacht. Wir sind heute an einem Samstag leider hier, denn der Dave war ein bisschen am Kränkeln, ist nicht ganz fit, aber er hat sich aufgerafft und jetzt ziehen wir das Ganze auch endlich durch für euch. Und wir haben natürlich wieder ein dickes Spielepaket für euch dabei. Ja, weil zum einen haben wir nämlich Grand Kingdom mit dabei und natürlich auch die Zwerge. Ja, Monster Hunter Generations haben wir an Bord und TT Games hat wieder ein neues Spiel rausgehauen. Lego darf natürlich hier bei Games on Air nicht fehlen. Star Wars The Force Awakens haben wir auch im Programm. Tja, und da wir uns eigentlich immer ziemlich viel auf PC und Konsole beschränkt haben, sage ich jetzt mal, und wir Anfragen bekommen haben, ob wir nicht mal Handheld-Geräte mit reinnehmen können, tun wir das doch ganz einfach mal. Wir werden des Öfteren jetzt mal, hoffe ich natürlich, mal die Handheld-Geräte beleuchten für euch. Aber genug gelabert, jetzt kommen wir zum ersten Spiel. Ja, und das erste Spiel ist auch direkt unter anderem für ein Handheld verfügbar, und zwar für die PS Vita, wird aber auch für die PlayStation 4 erscheinen, und zwar am 17. Juni präsentiert uns Spike Chunsoft Grand Kingdom. Ja, in der Welt von Grand Kingdom kämpfen vier Nationen um die Vorherrschaft. In der Rolle eines Anführers einer Söldnertruppe reisen Spieler quer durch Resonal, um die Gefolgsleute zu rekrutieren und Aufträge für verschiedene Nationen zu erledigen. Ja, euer taktisches Geschick als Spieler ist gefragt. Im Online-Modus könnt ihr euch beweisen, indem ihr euch Fraktionen anschließt, euch verpflichtet oder deren Banner gegen andere Spieler antretet. Und nun haben wir noch ein paar Facts und Features zu Grand Kingdom. Ja, wer von euch eine PS Vita besitzt, der weiß, dass es dafür Memory Cards gibt. Die wird natürlich zwingend benötigt, die ist aber separat erhältlich, wie man natürlich weiß. Ja, aber was führte denn zu dem Untergang der Uldanei-Reiches? Um das Geheimnis zu lüften, dürfen wir Spieler vier einzigartige Geschichten spielen, sozusagen, die mehr als 40 Stunden in Anspruch nehmen. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Für ein Handheld auf jeden Fall. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall eine ultimative Söldnertruppe aus 12 verschiedenen Klassen zusammenstellen. Und das Ganze könnt ihr dann mit Einheitenplatzierung und Echtzeitkontrolle befehligen. Also das Spiel ist nicht nur was für RPG-Fans, sondern auch für richtige Strategie-Granaten. Tja, im Grunde genommen war es das dann zu Grand Kingdom. Ich würde dann sagen, gehen wir direkt drüber zu die Zwerge? Stopp, wir gehen nicht zu die Zwerge. Wir gehen in die Zwerge. Stimmt, da war ja was. Wir haben uns mal ein bisschen, ich sag mal, übernommen, ein bisschen Geld ausgegeben für unser Studio, denn wir haben hier was einbauen lassen. Tolle, was haben wir einbauen lassen? Wir haben Augmented Virtual Reality. Das ist nochmal viel, viel besser als normale Virtual Reality, denn wir werden in das Spiel hineingehen und ich bin jetzt schon gespannt. Ja. Ich bin nervös. Sollen wir mit dem Prozedere anfangen? Ja, das Prozedere ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das kann nicht jeder. Nein, also es ist fast genauso geil wie der Kackstift von Gronkh, den er in Minecraft bringt. Den kann auch nicht jeder. Und ich muss sagen, ich muss dafür die Karten leider wegstecken. Oh ja, wir brauchen dafür ganze Körpergewalt. Ja. So. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Scheiße! Du Tonno, ich setz meinen Brunnen auf die Zwerge! Hör mal, hast du was Schlechtes gegessen oder kummelt das hier so?
Scheiße! Das war aber jetzt nicht der Plan. Oh, Kacke! Der Boss ist sauer! Ich glaube, wir müssen weg hier! Alter, war das knapp, Alter, du... Tonno, ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert. Ja. Alt geworden. Ja, okay. Hat seinen guten Dienst getan. Wollte ich gerade sagen. Ab hier. So. Ja, da sind wir dem Chef noch mal gerade so davon gekommen. Ja. Das war dann doch ein bisschen zu realistisch. Ja, ein bisschen. Aber, naja, Technik mal ausprobiert. Aber nichtsdestotrotz kommen wir dann jetzt endlich mal zu dem richtigen Spiel, nämlich zu die Zwerge. Ja, die Zwerge befinden sich momentan immer noch in der Entwicklung. Aber am Freitag, dem 3.6. kam endlich die Beta heraus, die insgesamt einen 40-prozentigen Teil des kompletten Spielumfangs verspricht. Ja, der Story-Background des Spiels orientiert sich dabei an dem ersten Buch des Spiels Die Zwerge und verspricht uns viele Quests und sogar neue Charaktere. Der Hauptcharakter, der Tumnil, schart im Laufe des ganzen Spiels bis zu 12 neue Charaktere um sich herum, die alle mit ihren einzigartigen Hintergrundgeschichten glänzen und sogar sehr viele individuelle Fähigkeiten im Kampf aufweisen. Ja, und vor jedem Kampf stellt ihr eine Gruppe von bis zu 4 Helden zusammen, die dann gegen hunderte Gegner gleichzeitig antreten, also ein riesiges Schlachtfeld. Ja, das geborgene Land wird auf einer World Map bereist, auf der es Dutzende Schlachtfelder und Orte gibt, die zum Erkunden nur so einladen. Ja, der gute Markus Heitz ist als wichtiger Berater mit in das Projekt involviert worden und soll sogar vielleicht für die ein oder andere Quest herhalten, die er dann dem Spiel beisteuert. Ja, wir dürfen gespannt sein, was demnächst noch alles an neuen Informationen zu die Zwerge rauskommt. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei der Beta für die, die sie sich zulegen. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, mittlerweile sehr beliebten Rubrik, auch wenn sie bisher nur einmal da war. Ja, aber der gute Mann legt ja noch ein bisschen Arbeit hinein, sieht ja, und vor allem auch sehr viel Enthusiasmus und auch Charme. Ja. Ja, wir sprechen natürlich von unserem Metzel, seiner kleinen Zeitmaschine, und ich würde sagen, back to the Metzel. Oh, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Golds Zeitmaschine. Puh, endlich habe ich es mal zurück in mein schickes neues Studio geschafft. Ja, ich habe nämlich unterwegs meinen Chronometer verloren gehabt. In der unendlichen Weite der Gaming-Zeit letztes Mal. Zum Glück habe ich es wiedergefunden. Aber auf dem Weg hierhin habe ich mich leicht verflogen. Erst bin ich im Zeitalter von irgendwelchen Imperien rausgekommen, dann bei kleinen komischen Aliens, die immer nach Hause wollten, letztendlich in der Wüste verbuddelt wurden. Und ganz zum Schluss musste ich noch vor einer gewaltigen Horde von Facehackern davonrennen. Boah, das ging ganz schön in die Beine. Aber apropos Rennen. Das ist ein gutes Stichwort für das nächste Zeitalter, was wir besuchen. Und zwar das Jahr 1991, meine lieben Freunde. Ja, kaum bin ich hier, muss auch schon wieder los. Nein, es geht dabei um eine Kreatur, die, oder der eher nachgesagt wird, es wäre das schnellste Lebewesen, das jemals existiert hatte. Er kann schneller rennen als der Schall, er ist klein, er ist blau und vor allen Dingen, er ist ein Igel. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im Jahr 1991. Er ist klein, er ist blau und wohl das schnellste lebende Wesen auf diesem Planeten. Zumindest wenn man sich nicht Game Theory angesehen hat. MatPat, Ruining Dreams since 2011. Doch nicht immer baute Sega auf den kleinen blauen Igel. Doch wie kam es dazu, dass Marios größter Rivale das Licht dieser Welt erblickte? Und was war sein erstes Abenteuer? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Lange bevor das magische Triforce der Konsolenmacht den Markt kontrollierte, schlugen sich Sega und Nintendo die Köpfe ein. Nintendo gewann. Doch inmitten ihres Showdowns brachte Sega den zukünftigen Rivalen des Nintendo-Klempners hervor. 1988 veröffentlichte Sega ihre dritte Konsolengeneration in Form des Mega Drives. Eine der ersten Konsolen, die mit 16-Bit liefen, und das weit vor den Konkurrenten Nintendo. Doch nichts konnte die Konsole ausreizen.
Selbst Sega-Maskottchen Alex Kidd konnte nicht das bieten, was die Konsole im Anschlag drauf hatte. Etwas Neues musste her. Und so entwarf Naoto Oshima den einen, den einzigen, Mr. Needlemaus. Okay, der Name war schlecht. Das sahen auch zum Glück seine Erfinder und warfen den Namen kurzerhand über Bord. Da der kleine blaue Igel die Geschwindigkeit und das Können des Mega Drives zeigen sollte, konnte es für sein erstes eigenes Spiel 1991 nur ein Name werden. Sonic the Hedgehog. Die Handlung des Spiels ist schnell erzählt. Auf dem Planeten Mobius versucht der wahnsinnige Dr. Ivo Robotnik mit Hilfe seiner Kampfstation, dem Death Egg und 6 magischen Chaos Emeralds die Weltherrschaft an sich zu reißen. Um seine Armee aus Robotern wachsen zu lassen, lässt er die Tiere des Planeten fangen, um sie für sich arbeiten zu lassen. Lediglich der freiheitsliebende Igel Sonic ist durch seine Geschwindigkeit dem bösen Robotnik-Imperium gewachsen und macht sich auf den Weg durch verschiedene Zonen bis hin zum Death Egg, um die Tiere zu befreien und Robotnik aufzuhalten. Die Technik des Spiels war bahnbrechend. Mit faszinierenden 16-Bit lief der blaue Igel in 2D-Manier über den Bildschirm. Und das seinem Namen treu in einem Affentempo. Wer also die Umgebung genießen wollte, der musste langsam machen. Was natürlich keiner tat. Durch Laufen, Springen, Rollen und Abprallen von Sprungfedern ging es durch die einzelnen Zonen des Spiels, um immer wieder Robotniks, Badniks genannte Roboter zu zerstören und die kleinen Tierchen zu befreien, bevor man am Ende einer Zone auf einen Endgegner traf. Nicht nur die Geschwindigkeit machte das Spiel einzigartig. Auch die sehr realistische Physik des Igels sowie eine gute Kollisionsberechnung verpassten dem Spieler ein natürliches Spielgefühl. Frustfaktor war mit inbegriffen, denn nicht selten endete eine rasante Flipperpartie in Stacheln oder einem Badnik. Doch man war nicht allem hilflos ausgeliefert. Durch kleine Power-Ups wie zusätzliche Ringe, Schilde oder temporäre Unverwundbarkeit konnte man die Angriffe der Badniks überleben, jedoch nicht den Fall in eine Schlucht. Ein so erfolgreiches Konzept brauchte keine große Überarbeitung. Und so wurde das Konzept des ersten Teils in allen darauffolgenden Spielen übernommen. Selbst beim Sprung ins 3D versuchte man es. Lediglich ein paar neue Charaktere rund um Sonic wurden eingeführt. Zum Beispiel sein bester Kumpel Tails, Knuckles, Amy oder Big the Cat. Seit 25 Jahren nun rast der blaue Igel durch die Spielewelt. Es entstanden haufenweise neue Spiele, Comics, Fernsehserien und so weiter. Und auch wenn Sega seinen Kampf im Konsolenmarkt verloren hat, findet Nintendos hauseigener Klempner wohl keinen größeren und vor allem schnelleren Rivalen. Der grüne Daumen ist dem blauen Igel sicher. Und nun wollen wir mal sehen, ob Tonno und Dave bei dem Tempo mithalten können. Tja, und das war wieder der gute Metzel mit einem alten Spieleklassiker, nämlich mit Sonic the Hedgehog. Ja, ein tolles Spiel aus der alten Sega-Zeit. Und ich muss sagen, der Metzel hat es heute genauso beim letzten Mal ziemlich gut gemacht, mit viel Enthusiasmus wieder dabei und auch eine gute Portion Charme. Und wir würden eigentlich gerne wissen, wie kommt denn die neue Rubrik bei euch so an? Also lasst doch mal ein paar Kommentare da, wie ihr das Ganze vom Metzel findet und natürlich auch, wie ihr uns findet, also das heißt die Spiele, die wir vorstellen, ob da was für euch dabei ist oder ob vielleicht die Gags gut sind oder vielleicht auch schlecht, wer weiß. Die sind immer gut. Ja, genauso wie dieser jetzt. Aber wir kommen jetzt zum ersten Handheld-Game, wollte ich gerade sagen. Stimmt ja gar nicht, denn wir hatten ja schon Grand Kingdom für die PS Vita. Nein, diesmal kommen wir zu einem exklusiven Handheld-Game, und zwar aus dem Hause Nintendo. Nintendo 3DS bekommt einen weiteren Ableger von Monster Hunter, und zwar Monster Hunter Generations von Capcom. Mittlerweile schon der 12. Ableger und es erscheint am 15. Juli. Tja, was erwartet uns da? Eine Riege neuer, herausfordernder Monster, sogar die fatalen 4 sollen mit dabei sein. Ja, diese Elite-Monster sollen tatsächlich für alle 4 Dörfer im Spiel eine sehr große Bedrohung darstellen. Dann werden tatsächlich so altbekannte Monster wie Ratian und Tigrex mit wieder ins Spiel reingebracht und bekommen natürlich zusätzliche Fähigkeiten und sogar ein paar neue Attacken. Ja, und außerdem warten auf euch 21 verschiedene Jagdgründe. Einige sind komplett neu, andere sind einfach nur komplett überarbeitet und verbesserte Lieblingsszenarien von euch, den Fans. Für die kooperativen Inhalte ist natürlich auch gesorgt. Beispielsweise spezielle Rüstungssets für Jäger und Pirscher, die auf beliebten Serien wie zum Beispiel Fire Emblem beruhen. Tja, die kooperativen Spielmodis erlauben euch lokal und online sogar mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig auf die Jagd zu gehen.
Und über den bewährten Street Pass, den man ja schon kennt von Nintendo, lassen sich Tickets sammeln, mit denen ihr neue Quests erschließen könnt, neue Monster finden könnt oder sogar Gildenkarten verschenken könnt. Ja, und wer doch alte Monster Hunter 4 Spielstände hat, dem sei gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt ein paar Bonus-Items. Unter anderem eine exklusive Feline-Kameraden-Rüstungsset, magische Tränke, spielinternes Geld und vieles mehr. Nun kommen wir zu ein paar technischen Daten. Und zwar bei dem Touchscreen des 3DS habt ihr einen direkteren Zugang zur Map und eine Zielerleichterung der Monster. Und wer der Besitzer des New 3DS ist, ja, der profitiert von dem C-Stick und bei der Jagdtechnik durch die zusätzlichen Schultertasten. Ja, wir dürfen gespannt sein, wenn Monster Hunter am 15. Juli erscheint. Aber nun geht's ab zu Daves Lieblingsspiel. Tja, denn nämlich am 28. Juli erscheint LEGO Star Wars The Force Awakened von TT Games. Tja, ihr wisst, wenn LEGO Game rauskommt, darf das hier bei uns nicht fehlen. Ja, natürlich erscheint es wie immer für alle Konsolen, für den PC und sogar für die Handhelds. Ja, LEGO kehrt machtvoll zurück mit Force Awakened. Der war überhaupt nicht geschrieben, der Game. Nein. Spielt ihr einfach als Rey, Finn, Poe, BB-8, Kylo Ren, Han Solo oder sagen wir einfach mal als all eure Lieblingscharaktere aus dem Film. Ja, ihr spielt in typischer Lego-Manier dem Blockbuster komplett nach. Und als Bonus obendraus wird die Story zwischen die Rückkehr der Jedi-Ritter, Star Wars 6 für die, die es nicht wissen, und das Erwachen der Macht Teil 7 spielerisch für euch geschlossen. Ja, das hört sich doch schon ganz gut an. Tja, was gibt's denn noch mit Neues dabei? Zum ersten Mal werden Multibuilds und Blasterschlachten mit eingeführt. Ja, was sind Multibuilds? Multibuilds sind im Grunde genommen, ihr benutzt die Lego-Steine, die ihr rumfindet, erschließt euch damit neue Wege, dann baut ihr sie hinter euch wieder ab, damit ihr sie demnächst wieder benutzen könnt. Ja, das ist im Grunde genommen dann schon alles, was wir haben, oder lieber Tonno? Ja, das war tatsächlich schon das vierte und letzte Game für uns. Ja, heute. Tatsächlich. Ja, ging heute wieder relativ flott. Ja, wir haben leider unseren guten Echo immer noch nicht mit dabei, aber naja. Viel Spaß in Holland. Genau. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass die Sendung euch gefallen hat und wie immer teilen, liken, kommentieren. Ja, und natürlich der Abo-Button wie immer da, um gedrückt zu werden. Aber, da muss ich dir ganz kurz nochmal reinfahren, aber der gute Tonno hat natürlich noch einen Aufruf für euch. Genau, ich dachte, er vergisst mich. Nein. Wir möchten natürlich mit euch zusammen wachsen. Und das geht natürlich einfach nur dadurch, wenn die Community größer wird. Aha. Weil wir sind schon relativ alt, wir schrumpfen mittlerweile jetzt schon wieder. Und deswegen bitten wir euch da draußen, wenn euch das alles hier gefällt und ihr uns auch wirklich gerne schaut, dann teilt es auch mit euren Freunden, damit wir immer größer werden. Denn dadurch können wir uns noch mehr reinsteigern, immer besser werden und unter anderem auch ein paar mehr Gags vielleicht einbauen. Ja, würde ich gerade sagen. Ja, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, haben jetzt genug rumgelabert. Ja. So, ja, eigentlich nur bis zur nächsten Folge. Wir sehen.